Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. So, okay, wie mehr oder weniger angekündigt, hier jetzt also mal wieder ein Streamplan-Video. Ich finde, wir sollten uns in Zukunft darauf verständigen oder darauf einigen, dass ich diese Videos tatsächlich immer erst am Dienstag mache und nicht am Montag, weil, ja, erfahrungsgemäß kommen ja am Montag dann doch immer ein paar mehr Sachen dazwischen. Okay, so, im Wesentlichen seht ihr es jetzt auch schon da so auf der linken Seite des Videos, wie ich mir das Ganze in dieser Woche vorgestellt habe. Ein bisschen mehr Abwechslung als in der vergangenen Woche, zugegebenermaßen. Wir starten heute mit einem relativ kurzfristigen Stream ab 20 Uhr, wo ich ja, mal wieder den Super Mario Maker hervorkrame und danach spiele ich noch eine Runde Mario Kart 8. Wird nicht so schrecklich lange gehen, weil halt Stream unter der Woche, aber egal, zumindest für, ja. Ein, zwei launige Stunden sollte es reichen. Dann am Donnerstag, ja, also ich habe hin und her überlegt, wie ich das Ganze jetzt tatsächlich mache. Für mich stand ja mehr oder weniger fest, nachdem mir Resident Evil 7 jetzt so gut gefallen hat. Für mich stand irgendwie fest, dass ich das Spiel schon noch mal spielen möchte. Und ja, weil sich es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise anbietet, mache ich das Ganze dann jetzt einfach mal in einem Stream. Wie lange wir das dann noch durchziehen, sei mal dahingestellt. Aber zumindest für eine Weile kann man das, glaube ich, noch machen. Denn das Spiel ist ja irgendwie ganz nett und wie mir mittlerweile mitgeteilt wurde, verändert sich wirklich wohl etwas am Ende, wenn ich zu einem gewissen Punkt des Spiels eine andere Entscheidung treffe. Um das jetzt relativ spoilerfrei einfach mal zu formulieren. Dementsprechend zocken wir also am Donnerstagabend ab 20 Uhr nochmal Resident Evil 7. Wir fangen an mit dem zweiten Durchgang. Ich sage euch gleich, dass ich den zweiten Durchgang nicht auf dem Schwierigkeitsgrad Irrenhaus, also dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dem anscheinend höchsten Schwierigkeitsgrad, ich werde nicht darauf starten, sondern stattdessen werde ich den zweiten Durchgang auf dem leichten Schwierigkeitsgrad machen. Warum? Ganz einfach, weil ich das Spiel noch ein bisschen lernen möchte. Weil ich noch ein paar mehr, ja, weil ich mich in dem Spiel auch einfach mal ein bisschen mehr in Ruhe noch weiter umgucken möchte und so. Und weil ich einfach mal gucken möchte, wo jetzt tatsächlich der Unterschied ist zwischen dem normalen und leichten Schwierigkeitsgrad. Außerdem soll der zweite Durchgang ja auch ein bisschen flotter einfach ablaufen. Wie gesagt, ich möchte das Spiel noch ein bisschen mehr lernen. Ich möchte ein paar mehr Automatismen entwickeln. Ich möchte mehr für mich selber verinnerlichen, wenn das jetzt gerade abverlangt wird von mir, wo ich dann als nächstes eben hinzurennen habe und so weiter. Das sind alles so Dinge, die mir bei einem eventuellen Durchlauf auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad dann helfen werden. Dementsprechend, ja, starte ich dann erstmal mit dem leichten Schwierigkeitsgrad und dann gucken wir am Donnerstag mal, wie weit wir kommen. So, am Freitag geht es dann gewohnterweise weiter mit The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Dann starten wir in den, ich glaube, letzten Dungeon von Lorule und dann keine Ahnung, je nachdem, wie sich das Spiel dann entwickelt. Eventuell sehen wir dann schon am Freitag den letzten Endgegner. Eventuell bin ich dann den Rest des Abends irgendwie damit beschäftigt, jede Menge Sachen einzusammeln, die mir noch fehlen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Wir schauen einfach mal. So, und am Samstagabend möchte ich eigentlich auch ganz gerne streamen. Start ist dann irgendwann zwischen 20 und 22 Uhr. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es nicht genauer sagen. Und welches Spiel wir dann spielen, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht mache ich dann einfach mit Resident Evil 7 weiter. Vielleicht schiebe ich auch irgendwas anderes ein. Vielleicht wieder irgendwas Indie-mäßiges oder so. Lassen wir uns an der Stelle einfach mal überraschen. Auf irgendeine mehr oder weniger gelungene Idee werde ich schon kommen. So. Das ist der Plan für diese Woche. Ich hoffe, ihr schaltet bei dem einen oder anderen Stream ein. Würde mich zumindest freuen. Und dann soll es das jetzt an der Stelle einfach mal wieder gewesen sein. Ich sag dann erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.